Liegt die Pulsfrequenz unter 60 Schlägen pro Minute, spricht man von einer Bradykardie. Für manche Menschen kann das ein Problem darstellen. Für manche Menschen kann ein sehr niedriger Puls ein Hinweis auf eine Erkrankung, zum Beispiel eine Herzrhythmusstörung sein. Für andere ist ein Puls um die 50, 60 Schläge pro Minute ein Zeichen für Fitness und langjährigen Ausdauertraining. Jetzt im Video gehe ich einmal auf die sogenannte Bradykardie ein. Ich erkläre nicht nur, was man darunter versteht und welche Probleme und Symptome ein zu langsamer Puls macht, sondern auch, ab wann es gefährlich wird und man zum Beispiel einen Herzschrittmacher benötigt. Gerne schauen Sie sich also jetzt einmal das Video an. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt über Symptome, Erkrankungen und auch aktuelle Gesundheitsthemen aufklären. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Rund 60 bis 80 Mal pro Minute sollte das Herz eines Erwachsenen schlagen. Das sind Norm- und Durchschnittswerte. Schlägt ein Herz öfter als 100 Mal pro Minute, dann spricht man von einem Herzrasen bzw. einer sogenannten Tachykardie. Das Gegenteil einer Tachykardie ist eine sogenannte Bradykardie und diese ist definiert als ein Herzschlag von weniger als 60 pro Minute. Ein Video über die Tachykardie habe ich ja auch schon gemacht. Tatsächlich gibt es sogar Menschen, die manchmal einen zu hohen und dann wieder einen zu niedrigen Puls haben. Man spricht dann von einem sogenannten Bradykardie-Tachykardie-Syndrom. Fast jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens einmal oder mehrfach Herzrhythmusstörungen und auch mal Phasen, wo das Herz sehr langsam schlägt. Ganz typisch natürlich in Ruhephasen, natürlich auch nachts. Es gibt aber auch einen krankhaft, man spricht dann oft auch als pathologisch, zu niedrigen Puls. Betroffen sein kann im Grunde jeder, unabhängig vom Alter oder dem Geschlecht. Ein ganz wichtiger erster Fakt jetzt einmal, nur in ca. 50% der Fälle tritt ein krankhaft zu langsamer Puls ohne begleitende Herzerkrankung auf. Anders gesagt, in ca. der Hälfte der Fälle haben Betroffene bei einer Bradykardie, also bei einem zu langsamen Puls, Probleme und Erkrankungen mit dem Herzen. Und das Herz ist dann sozusagen die Ursache für diesen langsamen Puls. Mögliche Vorerkrankungen oder Ursachen können aber auch im Nervensystem sein oder im Bereich der psychischen Erkrankungen. Und ein weiteres wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang sind Nebenwirkungen. Nebenwirkungen von Medikamenten, denn auch diese können eine Bradykardie hervorrufen und auslösen. Mehr dazu aber jetzt gleich. Der Herzschlag ist natürlich ganz wichtig dafür, um genug Blut durch unseren Körper zu schicken. Ganz vereinfacht gesagt, schlägt das Herz sehr langsam, kann das entweder daran liegen, dass das ausreicht, weil mit einem Herzschlag so viel auf einmal in den Körper geschickt wird, zum Beispiel bei Ausdauersportlern, oder, und das wäre ein Problem, das Herz schlägt sehr langsam, weil es erkrankt ist. Und als Folge wird nicht genug Blut und damit auch nicht genug Sauerstoff in den Körper gepumpt. Und genau das wäre natürlich ein Riesenproblem. Zu wenig Blut und Sauerstoff, weil das Herz zu langsam schlägt. Als Laie misst man natürlich nicht andauernd seinen Puls. Viele wissen gar nicht, was ihre normale Herzfrequenz ist. Also stellt sich die Frage, woran erkennt man, dass der Puls zu langsam ist? Auf den Verdacht, dass das Herz zu langsam schlägt, kommt man in aller Regel nur durch sogenannte sekundäre Symptome, die eher allgemein und weniger spezifisch sind. Sie entstehen, wenn aus der langsamen Pulsfrequenz eine Unterversorgung der Organe resultiert, beispielsweise des Gehirns, der Nieren oder auch des Herz-Kreislauf-Systems. Bei einigen Betroffenen verläuft die Bradykardie weitgehend ohne weitere Symptome. Das heißt, der Puls ist zwar niedriger, aber das hat keine Folgen. Folgen merken aber oftmals diese Personen, bei denen der Puls innerhalb kurzer Zeit sich erniedrigt. Damit meine ich nicht den Notfall, sondern auch, wenn der Puls innerhalb einiger Wochen merklich langsamer wird. Typische Symptome sind Müdigkeit, Erschöpfung, aber auch Schwindel. Ist es schon sehr schlimm und werden die Organe tatsächlich bereits extrem unterversorgt, vor allem natürlich in einem Notfall, dann können auch Atemnot und sogar eine Bewusstseinseintrübung eintreten, bis gar zur Ohnmacht. Nochmal, denn weil es so wichtig ist,
gerade auch als Betroffene bzw. Betroffener zu verstehen. Die Symptome, die ich gerade genannt habe, lassen sich darauf zurückführen, dass mit jedem Herzschlag eine bestimmte Menge Blut durch den Herzkreislauf gepumpt wird. Je seltener das Herz sich in der Minute zusammenzieht, desto weniger Blut kann auf die Reise geschickt werden. Weil das Blut in der Folge langsamer zirkuliert, versucht der Körper einen Ausgleich zu schaffen. Meist geschieht das durch einen erhöhten Blutdruck. Hierzu verengt der Organismus die Blutgefäße, die nun aber nicht mehr ausreichend viel Blut transportieren können, um alle Organe zu versorgen. So viel also einmal zu den Konsequenzen. Doch was sind überhaupt die Ursachen? Wie entsteht eine Bradykardie? Verantwortlich für eine Bradykardie können chronische oder akute Erkrankungen sein, die das Herz gewissermaßen aus dem Takt bringen. Andere Gründe für einen langsamen Puls können aber auch Nebenwirkungen bestimmter Medikamente sein. Im Schlaf kommt eine sogenannte Bradykardie auch sehr oft vor. Meist merken wir es natürlich nicht, weil wir ja schlafen. Elektrolytstörungen und auch eine Schilddrüsenunterfunktion können ebenfalls Ursache sein. Ist die Ursache für den verlangsamten Puls organisch, also hat es was mit dem Körper zu tun, mit Organen im Körper zu tun, zum Beispiel eine Schädigung des Herzens, handelt es sich in der Regel um eine Herzrhythmusstörung. Herzerkrankungen wie Herzrhythmusstörungen sind eine sehr, sehr häufige Ursache für eine Bradykardie. Verschiedene Typen habe ich hier einmal zusammengefasst. Durch verschiedene Einflüsse, wie zum Beispiel eine mangelnde Sauerstoffversorgung des Herzens, zum Beispiel als Folge einer Verkalkung der sogenannten Herzkranzgefäße, durch Elektrolytverschiebungen, zum Beispiel das für das Herz wichtige Kalium, eine Sympathikus- oder Vagusnervreizung, hat man vielleicht auch noch schon mal gehört. Durch all diese Einflüsse können die sogenannten Schrittmacherzellen in ihrer Aktivität verlangsamt werden. So kann es zum Beispiel zur sogenannten Sinusbradykardie bzw. auch Sick-Sinus-Syndrom kommen. Im Ruhebereich gibt der Sinusknoten ca. 60 bis 80 elektrische Impulse in der Minute ab. Was der Sinusknoten ist, habe ich auch schon im Video über die Tachykardie einmal erklärt. In Belastungssituationen sind bis zu 250 möglich. Das Sick-Sinus-Syndrom beschreibt eine Erkrankung des Herzens, bei der der Sinusknoten jedoch gestört ist, nicht mehr normal funktioniert. Kann er die benötigte Leistung nicht mehr erbringen, übernehmen dann andere Bereiche des Herzens seine Funktion. Das ist ja per se erstmal gut, aber häufig nicht mit derselben Frequenz. Und dadurch kommt es dann zur Bradykardie. Bei der chronotropen Inkompetenz, so nennt man das, ist die Funktion des Sinusknotens gestört. Während das Herz im Ruhezustand normal bzw. fast normal schlägt, kann die Frequenz während einer Anstrengungsphase nicht erhöht werden. Genau das braucht man ja aber. Wenn man zum Beispiel Sport macht, ist der Puls viel höher. Da ist es auch so gewollt. Aber bei dieser Erkrankung ist es so, bei einer körperlichen Anstrengung bleibt der Puls niedrig. Und dann gibt es noch die sogenannten Herzblöcke. Wenn Sie schon einmal davon gehört haben, dann bestimmt von einem sogenannten AV-Block. Ein Herzblock beruht nicht auf einer mechanischen Störung, sondern auf einer Unterdrückung der Reizweiterleitung. Die Information, der Reiz wird nicht weitergeleitet. Das ist gestört. Die elektrischen Impulse, die durch den Sinusknoten erzeugt werden, können nicht weitergegeben werden. Und schließlich kann auch ein Vorhofflimmern, die wahrscheinlich bekannteste Herzrhythmusstörung, haben Sie bestimmt auch schon einmal gehört, eine Bradykardie und damit einen zu niedrigen Puls auslösen. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Ursachen unterschieden werden können nach Ursachen innerhalb des Herzens, hier einmal Beispiele dafür, und dann Ursachen, die außerhalb des Herzens verursacht werden. Die häufigsten Ursachen für einen zu langen Puls sind Herzrhythmusstörungen und Nebenwirkungen von Medikamenten. Der Medikamentenklassiker, der zu einem niedrigen Herzschlag führen kann, sind die sogenannten Beta-Blocker. Das will man ja manchmal auch. Beta-Blocker nimmt man zum Beispiel, wenn man auch sehr nervös ist. Und dann merkt man schon, wie es den Herzschlag beruhigt. Wie zum Beispiel Bisoprolol oder Metoprolol. Auch das Clonidin, das man typischerweise auf der Intensivstation verwendet, kann zu einem zu niedrigen Herzschlag führen. Weitere Medikamente habe ich hier auch einmal aufgelistet. Die Behandlung einer Bradykardie. Wie ein langsamer Puls behandelt wird, richtet sich natürlich nach seinen Ursachen. Diese zu klären ist also das oberste Ziel der Diagnose und von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin. Sind Nebenwirkungen von Medikamenten die Ursache, muss das Mittel weggelassen oder ersetzt werden.
um den Puls wieder auf ein normales Niveau zu heben. Natürlich kann die moderne Medizin oft was tun, wie ein Herzschrittmacher und auch Medikamente. Aber ganz wichtig bei einem krankhaft zu niedrigen Puls ist es, seine eigene Lebens- und Verhaltensweisen anzupassen. Vergegenwärtigen Sie sich immer, dass ein zu niedriger Puls zu wenig Blut und damit auch zu wenig Sauerstoff durch Ihren Körper schickt und damit es zu einer Unterversorgung von Organen wie Nieren oder Gehirn kommen kann. Wenn das mal kurzfristig der Fall ist, ist das nicht schlimm, aber dauerhaft ist das natürlich nicht gut für die Organe. Überlegen Sie also, was Sie tun können. Nur Medikamente ist nicht der richtige Weg. Um eine Bradykardie vorzubeugen bzw. wieder wegzubekommen, sollten ungünstige Faktoren vermieden werden. Zum Beispiel, und jetzt kommen natürlich die Klassiker, die man immer hört, aber so ist es gerade beim Herzen, übermäßiger Alkoholkonsum, Rauchen, ungesunde und nicht ausgewogene Ernährung sowie Bewegungsmangel. Also die Klassiker, die wir immer und immer wieder hören, gerade die spielen aber beim Herz-Kreislauf-System eine wichtige Rolle. Und natürlich kann auch die moderne Medizin helfen. Medikamente können eingesetzt werden, um den Herzschlag anzuregen. Das führt aber nicht immer zum Erfolg. Reichen Medikamente nicht aus, um die Herzfrequenz wieder zu normalisieren, kann alternativ oder sollte vielleicht sogar dann ein Herzschrittmacher eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um ein sehr kleines technisches Gerät, das einerseits den Herzschlag permanent überwacht und einspringen kann, wenn es aussetzt, das andererseits aber auch langfristig die Funktion des Sinusknotens übernehmen kann, sollte dieser irgendwann vollständig ausfallen. Nicht behandeln muss man einen langsamen Puls, zum Beispiel dann, wenn er auf psychische Faktoren wie etwa eine Depression zurückgeführt werden kann. Da weiß man auch, dass eine Depression zu einem niedrigen Puls führen kann. Und natürlich auch bei Ausdauersportlern, die aufgrund des vielen und langen Sports oftmals einen sehr niedrigen Herzschlag haben. Diese brauchen den natürlich dann nicht behandeln. Das Herz schlägt mit wenig Schlägen immer noch genug Blut durch den Körper. So viel einmal zum Thema Bradykardie. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat, geben Sie mir gerne einen Daumen nach oben und abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Auf Fragen und Kommentare gehe ich im Kommentarbereich direkt hier unter das Video einmal ein. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.